So, moin, moin, meine lieben Call of Duty-Freunde. Ja, heute mal wieder ein knackiges Team Deathmatch auf der Map Prison Break. Ich meine, das ist ein 23-3 oder sowas. Keine Ahnung, werden wir am Ende auf alle Fälle sehen. Ja, was ich heute eigentlich sagen wollte ist, ne? Heute kam ja das Xbox One Update raus, beziehungsweise könnt ihr euch das mit einem kleinen Trick jetzt schon besorgen. Wenn ihr die Xbox über Normal starten habt, also nicht über Schnellstarter, die beim Hochfahren, die beim Start nicht schnell hochfährt, wenn das lange dauert, dann dauert das noch ein paar Tage, bis ihr das Update kriegt. Ihr müsst die Konsole umstellen auf schnelles Hochfahren, dann wartet ihr macht die aber danach wieder aus, wartet dann 9 bis 10, 15 Minuten, kann auch bis eine halbe Stunde dauern. Bis dann bei euch das Xbox-Zeichen bei der Konsole anfängt zu leuchten. Und ab da an wisst ihr, okay, der lädt jetzt das Update runter. Und dann könnt ihr auch als Test, könnt ihr aber sagen, Xbox einschalten. Und wenn die sich dann nicht mehr einschaltet, wisst ihr ganz genau, okay, er hat das Update runtergeladen. Dann müsst ihr die manuell per Hand starten, über den Startknopf an der Konsole, und dann seht ihr auch schon, wie da ein schwarzer Bildschirm ist mit diesem grünen Installationsbalken. Und ja, und genau dann ist das Update für euch bereit. Ja, und ich habe da schon ein bisschen reingeguckt in dem Update und kann euch dazu sagen, dass das perfekt ist auf alle Fälle. Mit der Freundesliste finde ich, das haben die auch übersichtlich gemacht auf alle Fälle. Und was aber nach wie vor bei dem Update noch nicht enthalten ist, ist wie bei der 360 zum Beispiel, wenn jetzt jemand online kommt, dass ihr dann seht, zum Beispiel bla 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 ist jetzt online, das ist noch nicht da. Da hat aber Microsoft schon gesagt, dass die das im nächsten Update bringen wollen, genauso wie dass du eine externe Speichermedium anschließen kannst. Also sprich, eine externe Festplatte wollen die auch im nächsten Update für euch bereitstellen, beziehungsweise für uns. Ja. Und mit die Twitch-Funktion, die wird jetzt ja bald auch funktionieren. Ich meine, das war der 11. oder so, ne? Dann kommt ja das Update raus für Twitch. Und dann könnt ihr auch von der Konsole aus live streamen. Das heißt, für Leute, die live streamen wollen, brauchen sich dann keine Capture Card mehr zu holen oder so ein Hauptpouch-Aufnahmegerät oder was es da alles gibt, da die Live-Gamer-Portable, da gibt es ja diese komischen Dinger, die du zwischenschalten kannst, oder die Agato oder wie die heißt. HD, da ist ja auch dieses Teil, was man zwischenstecken muss, wo man ja nichts im PC einbauen muss. Da braucht man dann alles nicht mehr, um Livestreamen zu können, sondern kann es von der Konsole aus. Für einen oder den anderen ist es hilfreich. Ich werde es vielleicht auch mal benutzen. Aber ich denke da, dass ich doch dann doch eher wieder über PC mache, den Umweg, weil ich den persönlich besser finde. Weil da kann ich dann auch oben noch die Werbung im Schriftzug einblenden und so was alles. Und man kann auch Musik schön im Hintergrund laufen lassen und so was alles. Ja, das geht alles. Ist auf alle Fälle eine feine Sache. Und ja, sollte man nicht verpassen. Und ja, ich bin da mal gespannt drauf. Ich werde die Twitch-App auch austesten. Und ja, wie gesagt, bin ich sehr ganz gespannt drauf. Titanfall dauert ja auch nicht mehr lange. Wie viele Tage nur noch? 7, 6 oder 7 Tage kommt ja am 12. oder 13. raus. Je nachdem. Aber ich meine, ja, 12. 13. Ja, ein von den beiden Daten auf alle Fälle kommt das Spiel ja raus. Ich weiß ja nicht, ob ich mir direkt holen werde, weil ich gehe da mit gemischten Gefühlen an. Ich habe zwar die Beta gespielt, fand das Spiel auch geil, aber dafür jetzt wieder 70 Peitschen auszugeben, ist fraglich so. Da weiß ich noch nicht so. Da sind auch, finde ich auch momentan nicht wirklich so gute Spiele kommen für die Xbox One raus. Da bleibe ich doch lieber bei meinem Call of Duty Ghosts. Battlefield 4 werde ich auf alle Fälle auch wieder weiterspielen, sobald man sich Server wieder mieten kann. Das heißt, dass man dann schön 24-7 Operation Spind spielen kann. Eine meiner Lieblingsmaps überhaupt, weil wegen ohne Fan Infanterie, vor allem ohne Infanterie, ohne Fahrzeuge meine ich, nur mit Infanterie. Und finde ich ganz gut. Und das haben wir auch mit 64 Spielern, ist auf alle Fälle eine ganz coole Sache und kann man auch gut Gas geben. Und ja. Ich denke, für den einen oder anderen wird das interessant sein.
Und ich denke mal, der eine oder andere ist auch lieber so der Freund, so dass man halt lieber ohne Fahrzeuge spielen sollte, damit Infanterie. Gibt halt auch wieder viele, die sagen, ja, mit Infanterie muss man spielen und so. Mit Fahrzeugen meine ich, mit Infanterie. Ja, mit Fahrzeugen muss man spielen. Ich bin da jetzt nicht so der Freund von. Und ja. Und was könnte ich sonst noch sagen, was in Zukunft auf meinem Kanal kommt? Auf alle Fälle gibt's noch, bin auch neu angespielt, auf alle Fälle von verschiedenen Spielen. Call of Duty Ghosts wird es natürlich nach wie vor weitergesuchtet, meine lieben Freunde. Und ja, was könnte man noch demnächst machen? Eine aktive Real-Life-Story wird es auch wieder geben. Und ja. Ich denke, ich sehe, Gameplay ist hier gleich auch schon zu Ende. Und ja. Ich denke mal, für die News, weil das mein Kanal in Zukunft geben sollte, sollte das erstmal reichen. Und wie gesagt, ich werde mich jetzt auf alle Fälle ein bisschen an der Videobearbeitung setzen, beziehungsweise der Audiotonspur, weil mir da doch einige Leute auf YouTube gesagt hatten, oder auch auf Facebook hatten mir einige geschrieben, ja, hör mal, das ist ja sehr linkslastig, dein Ton, dass man mich nur auf der linken Seite hört. Das habe ich so nie gehört, weil ich das immer über Boxen gehört habe. Und da habe ich das nie so gemerkt, dass das links wie viel lauter ist als rechts. Aber ich habe mich da gestern Abend nochmal rangesetzt und geguckt und dafür auch eine Lösung gefunden. Die werde ich jetzt gleich auch schon umsetzen hier. Beziehungsweise ihr werdet das dann ja auch schon hören, wenn ihr an der Stelle angekommen seid. Das ganze Video ist ja dann sowieso in Stereo, beziehungsweise beide Spuren gleich laut sind. Ja. Aber da wollte ich auch nochmal so kurz am Rande sagen, dass ich auf alle Fälle auch auf den Feedbacks, die ihr mir gibt oder auf die Wünsche, die ihr habt, auch eingehen werde und eingegangen bin. Ja, an der Stelle ist das Gameplay auch schon zu Ende. Was habe ich hier gezogen? Nö. Da kann ich hier sehen, aber da auf alle Fälle ein schöner Dreifachkill, schön drei Leute hintereinander geholt am Ende. Sollte man sich nicht loben lassen. Ja, und ja, eine 29-4 war knackig, haut rein.